Moin zusammen. So, nach der Feier ist vor der Feier, aber trotzdem kannst du nach einer Scheunenfete die Einstreu hier nicht liegen lassen. Das ist zu feuergefährlich und insofern nutzen wir doch einfach mal den Fendt und das Anbaugerät von Bressel und Lade. Nicht? Werbung für einen uralten Klinklader. Hier, ne? Bressel und Lade in Fissel. Ja, nutzen wir doch einfach mal diese schöne, leicht deformierte Klinkladerforke, um den Kram hier wieder rauszuholen. Das ist so ganz praktisch. Sobald eine Ladung zusammen ist, schwimmt er da drüber. Ich kann ihn nicht steiler anstellen, weil hier irgendein Vorbesitzer mal die Bohrung so vergrößert hat, um da noch einen Ladehaken einzubauen. Ja, das brauche ich nicht und insofern kann das wieder ab. Ja, ziehen wir mal dran. Ich hatte das ganze Stroh hier nass gemacht, angefeuchtet ordentlich, damit das beim Grillen und wenn hier auch mal Leute sitzen und rauchen, dass das nicht gleich Feuer fängt. Und da das jetzt langsam abtrocknet, muss das hier raus. Und zurück. So, das war jetzt nicht Schwimmstellung genug anscheinend. Also nochmal. Geht ja nur darum, da erstmal so viel frei zu räumen, dass wir dann andersrum schieben, anstatt zu ziehen. Ich sehe schon, das wird eins der best ausgeleuchtetsten Videos überhaupt. Da kommt später auch noch ein anderes Video zur Beschaffung des Strohs. Aber das habe ich noch nicht geschafft zu schneiden jetzt vor der Party. Da hatte ich andere Sachen zu tun. Ja, das ergibt hier gerade wenig Sinn. Aber gut. Dann eben andersrum. So, ich habe das jetzt mal ganz konventionell halbwegs waagerecht eingestellt. Die subtile, detailreiche Verstellbarkeit eines Klinkladers. Löchli für Löchli. Ja. Joe, wenn du dir das hier anguckst, ich kann dich gut verstehen, dass du auf hydraulische Geräte die Betätigung umgebaut hast, aber werde ich bei dem Schlepper hier nicht machen, bevor ich nicht mindestens eine Servolenkung habe. Denn so eine Gerätebetätigung, die wiegt ja auch nochmal 3-4 Gramm. Aber da werde ich dich bestimmt mal eines Tages um deine Konstruktionszeichnungen anhauen, Joe. Da kannst du von ausgehen. So, jetzt ziehen wir das einfach mal oldschool zurück hier. Wie sagt man so schön, das Ergebnis gibt dem Onkel recht. Jetzt noch über den Strohhaufen ein bisschen Cross-Country. Zu hoch darf so ein Strohhaufen nicht werden, sonst liegst du ratzfatz auf der Seite.
und nochmal. So wie die Igel Liebe machen, ganz, ganz vorsichtig. So, der erste Strohhaufen ist komplett. Oh, mal gucken, ob wir den auch halbwegs unfallfrei auf den Anhänger kriegen. Bei dem Wind, das kann lustig werden. Jetzt wäre es wirklich praktisch, wenn das Zeug ein bisschen nasser wäre. Dann würde das... erheblich freundlicher aufzuladen sein. Ja, das wird lustig. Das wird witzig. Danach mache ich die Prüfung zum staatlich geprüften Straßenfeger. Eieiei. Ja, man muss wissen, wie man sich in der Nachbarschaft beliebt macht. Geht sehr gut mit solchen Aktionen. Weht und weht. Ich glaube, ich mache das doch vorher noch mal nass. Aber geil. Gerade in dem Moment runtergefallen, wo wir uns hier dem Wagen nähern. Und nicht vorher. Manchmal muss man auch mal Glück haben. Ach, ganz ehrlich, Fans der 70er Jahre lieben dieses Geräusch. Naja, ich werde das erstmal nass machen, damit das hier nicht alles auf der Straße landet. Und dann würde ich sagen, macht euch noch eine schöne Woche. Lasst euch nicht ärgern. Arbeitet nicht so viel. Und in dem Sinne... bis dann und bis bald.